Servus und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute sind wir in Garmisch unterwegs. Wir stehen gerade an der Kandahar. Lisa, schau mal, zeig mal den Leuten, wie es hier ausschaut. Und ja, Lisa, du bist heute mit dabei, hinter der Kamera. Verlinke dich unten auch mal. Danke, dass du dabei bist. Macht mega Laune. Wir teilen das Video in zwei Teile auf. Und zwar heute, also in zwei Tage auch. Heute beim ersten Videoteil zeigen wir euch mal das Classic-Gebiet, also Kandahar, Hausberg drüben. Das zeigt euch die Lisa, die wird uns das Ganze heute mal vorfahren. Und im zweiten Tag werde ich dann, vielleicht auch wir zwei nochmal, schauen wir mal, dann auf den Osterfelder Kopf raufgehen und da quasi den Rest des Skigebiets zeigen in einem zweiten Teil. Ja, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Haut rein! Spaß? Schon. Schon, oder? Jetzt. Voll, macht ja. Voll Spaß. Ein das Traumtag. Ist echt der Wahnsinn. Danke, Corby. Ja, Freile. Die tollen Aufnahmen. Danke an den Wettergott. Der macht halt vollkommen mit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, natürlich auch gerne ein Abo und aktiviert die Glocke, ganz wichtig, denn es wird natürlich einen zweiten Teil zu diesem ersten Teil in Garmisch geben. Danke auch noch an ja, das Intersport Thalmayer Team bzw. an die Lisa und an den lieben Thomas Thalmayer. Danke für diesen geilen Skitag, wir haben richtig Spaß gehabt, denke ich, und ein richtig cooler Rückblick auf diesen Tag, definitiv. Den zweiten Teil konnten wir leider noch nicht starten mit dem Dreh. Da kam Corona dazwischen. Das Video ist nämlich Anfang März entstanden. Und den zweiten Teil, da hauen wir mal so eine richtige Bombe raus. Und auch noch mit ein, zwei Fakten zum Skigebiet Garmisch. Das habe ich total vergessen, tatsächlich zu erklären, zu machen, zu tun. Wie gesagt, das Video war auch anders geplant, ist jetzt ein bisschen anders geworden, aber ich denke, es ist einfach mal cool, auf die guten Tage zurückblicken zu können und uns zu freuen, dass wir hoffentlich bald wieder Skifahren können. Haut's rein, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.